Fische und Meeresfrüchte frisch aus dem Mittelmeer, Gemüse direkt vom Markt seines Dorfes bei Barcelona. Anders als viele andere berühmte Köche ist Santi Santa Maria ein überzeugter Anwalt der natürlichen Küche. Was mich am meisten interessiert, sind Produkte aus der Region und der Jahreszeit. Schauen wir mal, was wir vor Augen haben. Wir sehen Zucchini, Auberginen, Paprika, Zucchiniblüten, Bohnen und Tomaten. Falls Santi mich diese Woche nach Zucchini fragt und die Qualität nicht da ist, denkt er nicht lange nach, ändert den Speiseplan und nimmt irgendetwas anderes. Ich muss ihm nichts Minderwertiges geben. Santi Santa Maria hat einen Sturm in der Welt der Haute Cuisine losgetreten. Es ist ein Angriff auf die Star-Köche, die auf moderne Technologie setzen. In seinem Buch Die nackte Küche kritisiert er die sogenannte Molekulargastronomie als protzig. Für ihn ist weniger mehr. Jetzt ist die beste Zeit für die rote Meerbarbe. Wir bereiten sie mit einer sehr einfachen Soße zu. Tomaten und Zwiebeln kurz in etwas Pinienkernöl angebraten. Das Einfache macht die Reichhaltigkeit der Haute Cuisine aus. Restaurants, so fordert der kämpferische Küchenchef, sollen auf ihren Speisekarten alle verwendeten Zutaten auflisten. Santa Maria selbst will mit gutem Beispiel vorangehen.